Jo Leute, da sind wir wieder zurück beim allerbesten Spiel der Welt mit dem Mann, der mich jeden Abend glücklich macht. Mein Rubbelbuddy Quantum. Rubbelbuddy, du schaust mich nicht mal an, wenn du mit mir redest. Doch, 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 ich habe eben gerade uns so heroisch mit dem Vulkan im Hintergrund, weißt du, ich mache hier K. Ich schaue dich immer an, ich schaue dir immer in die Augen. Selbst wenn ich komplett woanders hinsehe, habe ich immer deine Augen vor Ja, mir. ich habe schon bemerkt, dass du mir gerne den Rücken zukehrst, wenn du verstehst, was ich Ich meine. mag deinen Rücken, ich bedecke deinen Rücken ganz gerne. So, was ist denn das hier? Also, Wow, die Kuh, jetzt mit mehr Fell. ist da irgendwas Neues? Ja, hier, jetzt mehr Fell dran. Melk mal. Weißt du, was ich jetzt mache mit dieser Kuh? Ey, du kannst doch nicht. Die lebt noch. Gibt ihr uns jetzt Milch? Für Ich jeden? weiß nicht, willst du sie haben? Kriege ich dann einen heißen Kakao in der Früh? Ich meine, Manfred wurde ihm ja genommen. Da kamen die bösen Männer, Quantum, und haben Was? die Tür offen gelassen. Und dann war er weg. Das war ein Höhlenbug, wissen wir doch ganz genau. Ja, ein Höhlenbug. Wenn es dir hilft. Wenn es dir hilft, red Was? mit Mir ist mir. doch da Ja, nee, völlig Höhlenbug. Wurst. Ist schon in Ordnung. Was mit. Kann eigentlich die weibliche Variante so angreifen wie die männliche? Denn das Geweih fehlt ja. Ja, die quatscht wahrscheinlich. Die Gegner zu Tode. Mut sie zu Tode. Ich will das und das und das. Und dann will ich das und das. Einer Und der shut Pinguine up! ist weg. Was ist hier passiert? Was? Wer ist weg? Ein Pinguin. Der steht doch hier. Ja, Hat aber gerade der andere? gekackt. Babyween? Das weiß ich nicht, der ist doch gestorben, oder? Gestorben! Der ist doch nicht in der Gott! Aufnahme schon gestorben? Nein! Also da höre ich ja ganz neue Dinge. Was? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ey, krank, Ich einfach nur hab den krank. Hunger bekommen, okay? Du hast ihn auf ein Brötchen geschmiert? Lecker Pinguin-Sandwich. Das glaube ich dir eher schon, ja? Das klingt schon eher nach dir. Ja und, wenn's schmeckt, was soll ich machen? Krank, einfach nur krank. Ja. Es hätte doch eh nicht hier überleben können mit dir. Klar, natürlich. Ich bin sehr liebevoll. Ich Was bin ist ein denn sehr, jetzt? sehr liebevoller Mensch. Ja, gut. Kommen wir wieder zur Realität. Wir Wir wollten wollen Dinge bauen. diesen großen Ofen machen, oder was? Genau der. Und dazu brauchen wir Polymer. Und jetzt kommt etwas, das du gerne machst. Und zwar, dafür musst du, mein Freund, Pinguine abschlachten. Wow, jetzt schiebst du das auf mich. Und das ist ja eigentlich so dein Ding. So als ehemaliger Robbenklopper finde ich. Wow. Finde Okay, ich ich, kommst du verstehe, das was du gut hin. hier zu Spielchen treibst. Ich meine, wir alle haben die Fotos gesehen, Die du. negative Energie auf mich umleiten und das selber als Held dastehen dadurch, oder was? Alle haben das gesehen, wie du die Robben zerkloppt hast, die armen Röppchen. Ich weiß gar nicht, wo die sind, die Pinguine. Und du Dann weißt muss doch, wo ich die das ihren übernehmen. Muss Standort ich das wohl haben. übernehmen? Muss ich jetzt da raus und mit Tränen in den Augen Pinguine töten? Ha? Ja, geht wahrscheinlich am schnellsten. Weil im Gegenteil zu dir habe ich wirklich ein Gewissen. Mir tut sowas weh in der Seele. So einen kleinen, zarten Pinguin mit der Schaufel zu schlagen. Welche Schaufel? Wir haben hier keine Schaufel. Doch neu. Mit dem neuen Update kamen Schaufeln. Extra für Pinguine zum Extra für Ermorden? Pinguine, ja. Offizieller Knüppel. Ich bin nicht krank, ich bin Realist. Und in unserer kranken Welt ist da wohl kein Unterschied. Das, So, ich habe ein paar Perlen geholt. wie du meinst. Traurig. Aber wahr. Aber leider alles wahr. Nichts als die Wahrheit hier in Ark, meine Damen und Herren. Es muss eben auch Menschen geben, die der grausamen Realität ins Auge blicken. Dann geh mal töten hier. Ja, Moment. Töten. Das Problem Töten, ist, nein, töten. nein, stopp. Das Problem ist, diese Pinguine geben ein natürliches Polymer. Ja, das ist irgendwie so eine Mischung aus Federn, Innereien und Speichel. Und das Zeug vergammelt aber, weil es eben Bio ist. Ja, kannst du nicht einfach so ewig in der Tasche mit dir rumtragen. Deswegen sollten wir Pinguine ganz zum Schluss ermorden. Wenn wir wirklich sagen, so, jetzt bauen wir den Ofen. Also pack mal die offizielle Pinguin-schlechte Ausrüstung wieder ein, ja? Bis es auch wirklich funktioniert. Das ist ja. Ich fühle mich schlecht. Zu Recht. Weißt du, dass Pinguine Selbstmord begehen manchmal?
Ja, wenn sie irgendwie Partnerprobleme haben und so, ne? Das ist einer der seltenen. Gut, man hat es auch nicht so oft beobachtet, aber Pinguine habe ich schon. Und wie machen die das? Nun, die gehen einfach irgendwo hin. Die Und verhungern. wenden sich ab von der Gruppe, wo sie hingehen, bleiben stehen. Und drehen sich um und gehen in komplett andere Richtung ins Nirgendwo. So lange, bis wir halt Wow. dann drauf gehen. Vielleicht warst du im früheren Leben Pinguin. Das klingt total nach dir. Viel zu anstrengend, wo soll ich hingehen? Stimmt auch wieder. Aber schon krass, oder? Wenn du so sagst, Leute, ich sehe hier keinen Sinn mehr, ich gehe. Ja, wo willst du denn hin? Einfach in die andere Richtung. Nein! Großer Gott. Ja, das ist traurig, aber. Aber es sind ja auch Tiere, die binden sich ein Leben lang. Und das sind ja Vögel ganz groß. Während meiner Jugend, also gestern, da gab es in Mannheim im Luisenpark, das ist so ein Zoo, ja, nicht so ganz groß mit Elefanten und Giraffen und so ein Kram, sondern eher so ein bisschen klein gehalten und mehr mit Botanik und Aquarien und so Geschichten. Und jedenfalls gab es da ein paar Störche, beide Männchen und beide waren ein Liebespaar zusammen. Und als der eine gestorben ist, hat der andere nichts mehr gefressen, ist nicht mehr geflogen und ist auch krepiert. Verrückt, oder? Ja. Also die waren wirklich so aneinander gebunden und die waren auch sehr bekannt. Homosexuelle Störche mit so einer Empathie. Jetzt komm schon, Kuh, ich will losziehen, Das war eine werde fertig. traurige Geschichte. Eine sehr traurige Geschichte. Alle waren geschockt, wirklich. Es war eine schwere Zeit für die ganze Stadt. Aufregendste, was passiert ist hier. Okay, wie nennen wir sie? Lila? Von was redest Oder du? Quantums Ex. What? So nennen wir sie. Quantums Ex. Wow, hey. Oh, die kleine Quantums Ex. Hallo. Das könnte eine Ex vielleicht zufällig schauen. Echt? Es gibt wirklich. Ich glaube nicht, nein. Nee, ne? Wer schaut sich denn den Scheiß an? Nur grenzdebile Vollidioten. Nichts gegen euch da draußen. Wir haben uns trotzdem alle gerne. Wow, da kam schon wieder die erste Beleidigung hier für die Zuseher. Ich habe das gelernt damals von diesem YouTuber namens Julians Blog. Der hatte doch dieses Image. Einfach mal alle beleidigen für Likes. Vielleicht funktioniert's, Quantum. Neues Konzept. Nett war gestern. Ist doch alles kein neues Konzept. Für uns schon. Wir beleidigen nie, weil wir sind die Guten. Ja, und was hat man davon? Wie im echten Leben? Nix. Nix. So, jetzt gehe ich erstmal Metall holen, bevor ich jetzt hier. Was machst denn du eigentlich da hinten? Ja, dieses Ding da fertig, schätze ich. Ich weiß auch nicht genau. Wow. Echt? Aus Stein oder aus Holz? Nee, jetzt mal das Holz, damit hier was weitergeht. Aha. Okay, dann ziehe ich mal los und flieg Richtung Berg und hol mal Metall für dich. Weil du brauchst das. Ich höre schon wieder den Wozu? Krankenwagen. Hört man denn? Ja. Hier im Ja. Ghetto. Ja, das stimmt wirklich. Also bei dir hört man dauernd den Krankenwagen. Das muss eine echt schlimme Gegend Ich sein. wohne hier im Altersheim, da musst du dir ja vorstellen, hier geht's natürlich täglich bergab. In the ghetto. In the ghetto. Whoa. In the ghetto. Das Leben wäre für dich viel zu hart hier. Ja, zwischen Breichen und Matlock-Folgen. Ja, schon brutal. Kann ich nachvollziehen. Oh, gar kein Fleisch? Der Arme, der hungert. Das ist natürlich hier absolut kacke gemacht von mir. Aber es geht ja nicht ums Aussehen, ne? Irgendwie schon, doch, ja. Na, 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 Für na. mich absolut. Wow! What? Nein! Oh Gott. Phantom, rette Ich mich! bin doch zu Hause. Wo bist denn du? Du bist doch bei den Pinguinen, oder? Nee. Was Oh, machst du da? Katzen greifen mich an und der Vogel dreht durch und da vorne ist ein T-Rex. Oh mein Gott. Gott, reiß dich jetzt mal zusammen hier. Was mache ich, wenn ich den T-Rex verliere, Quantum? Welchen Ich meine nicht den T-Rex? T-Rex, sondern den Vogel. Da Oh mein musst Gott, er du. wirbelt mich rum! Oh mein Gott! Vogel, nein! Es wird immer schlimmer, Quantum. Beruhig dich, Vogel. Komm mit, Vogel. Kann man nicht 2 Sekunden alleine lassen. Quantum. Hier sterben ganz viele Tiere und. Das ist natürlich so. Oh, der war Level 44. Und was mit dem T-Rex? Den lässt er am Leben, oder was?
Ey, ey, Vogel, Vogel, beruhig dich, pack die Messer wieder ein. Oh, Mein auf einmal Ernst. hat er da sein Katana rausgeholt. Das war eine Show, sage ich dir. Eine kleine Nein! Luftböe oder schreist herum? Nein, jetzt. Ey, er ist voll. Was ist los mit dem Vieh? Ich sammle dauernd Steine in der Luft ein. Ich will doch nur aufsprengen. Jetzt beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, Vogel. Beruhig dich, beruhig dich. Ganz ruhig. Komm ein bisschen runter zu mir. Und Kann man nur jetzt. so unfähig sein, Wow, wenn Bier unfähig. Das ist voll aufregt? durchgedreht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da eben gerade passiert ist. Ja, ne, war sicher total Heftig, spektakulär. absolut Ne, ja, heftig. Nee, wirklich, wow. ne, ich bin überzeugt davon. Für deine Verhältnisse sicher war das ganz schön krass. Nee, du hättest es sehen müssen. Also, als Ne. der T-Rex auf einmal die Laserknarre gezogen hat, da habe ich die Nerven verloren. Ich meine, wir alle wissen, der Vogel hat eine sehr harte Vergangenheit. Dich. Nein, nein, nicht mich. Ich doch nicht. Ich bin Segen. Ich habe ihn ja wieder hochgepäppelt. Das war. Weißt du, ich habe an ihn geglaubt, an den Tagen, wo niemand an ihn glauben wollte. Oh, das passt ja gar nicht hin. Warum denn das? So, jetzt muss ich erstmal hier was essen gehen. Was ist denn das für eine Pupskacke hier jetzt? Alles klar, wir haben ziemlich viel Metall, aber bei weitem noch nicht genug. Und Oh mein mein Mützchen ist Gott, ich kaputt. flippe aus. Ah, Moment, du kommst gar nicht hier Du hin, du willst kommst tatsächlich hier nicht hin. hier hin. Oh mein Gott, deine Mama. Ja, was ist denn jetzt schon Fuck! wieder? Ja, das funktioniert nicht so, wie das funktionieren soll, weißt du? Wo drückt denn schon wieder der Schuh? So, Moment, der hat jetzt noch ein bisschen. Jetzt wollte ich hier schön Metall holen. Ist natürlich wieder alles schief gelaufen. Die Dinger hier hau ich mal auf den Grill. So, so, so. Ups, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, ich habe das Falsche geklickt. Alles ist unter Kontrolle hier. Perfekt. Der Ofen soll ja wirklich riesig sein, also ungefähr doppelt so groß wie die Höhle. Ja, ist doppelt so groß. Doppelt so groß wie die Höhle. Ja, sicher. Die Legenden sagen, Die Legenden. die Legenden vom großen Ofen, die besagen doppelt so groß wie die Höhle. Ich habe die Legenden nicht geschrieben, ich erzähle sie nur. Verbreitest also weiter die Lügen. Das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Bau den mal und dann sehen wir, ob das stimmt. Ja, wenn wir den jemals bauen werden. Ja, da borgen noch nicht mehr so viel, oder? Ja, das Metall, das wird schon noch eine Weile dauern. 20 Folgen oder so. Werden wir hier schon noch dran sitzen. Also, wir brauchen Alright. so viel Metall, dass wir dann eigentlich schon genug Metall für alles andere hätten, damit wir diesen Ofen bauen können. Genau, aber der soll angeblich in der Minute 20 oder 40 Eisen einschmelzen. Also er soll wirklich gigantisch gut sein. Also so für die Zukunft auf jeden Fall eine gute Investition. So, warte mal, ich muss mal hier mein Mützchen reparieren. Dafür nehme ich mir hier mal ein bisschen was raus. Ja, sicher. Da müssen wir uns aber sicher sein, wo wir den hinstellen, oder? Aber der darf dann nicht mehr zerstört werden zum Umbauen. Naja, nee, also die Frage ist halt, können wir das auf unser Vieh draufbauen? Das wäre halt krass, ne? So ein wandelnder Wenn der Ofen. doppelt so groß ist. Ja, aber der kann auch einen Mammut anheben. Ich traue dem alles zu. Nicht wahr, Quantums Ex? Mö. Hey, sag einmal. Ich bin nicht so wie du. Was denn? Du hast gesagt, du stehst auf Füllige. Das stimmt über erstens. Ich habe was so. Hallo! Meine Ex war nie völlig. Ah, die sieht Das das waren Video. wunderbare Menschen immer. Ja, nur weil sie das Video sieht. Niemand würde das. Es heißt ja Ex, da schaut niemand mehr. Die sind Das schon weiß man ja nicht. zugange mit anderen männlichen.
Hast du sie nicht alle verlassen? Und vielleicht haben sie den Schmerz nie überwunden. Das eher. Weißt du, dein Knistern am Morgen mit der Papiertüte? Auch ich wurde schon verlassen. Ach, Quenny, hey. Du Warum hast doch musst du mich an mich. den Schmerz erinnern? Aber du hast doch mich. Du hast aber nicht diesen süßen Knackpo. Den hatte auch nie eine. Das ist alles Fiktion. Natürlich! Jeder hat Gut, den! wenn es dir besser geht. Ja, sie hatten knackige Hinterteile. Tja, außerdem waren die nicht so behaart wie du. Na ja. Beine waren nicht so behaart wie deine. Aber die Brüste. Okay, mir ist echt jetzt, danke. So, hier Metall. Wir sind total produktiv. Voll die ultra produktive Folge. Bin selber total überrascht. Auf einmal werden wir voll zu den Wir Arbeitstieren. wollen doch nur den Vogel hier reinstellen, oder? Welchen Vogel? Den großen. Den kriegen wir da nie Nee, rein. nicht den großen, den Adler meine ich, Black oder? Power, ja, Den und Geier. Alt Quantums X, Black Power, ein Frosch. Hat so kleine Geschichten. Den dann eh niemand mehr interessiert. Wieso? Was? Quatsch. Ja, sicher. Du reitest doch dauernd auf ihm. In den kalten Nächten. Das verstehst du wieder falsch. Ich habe nichts gesagt. Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe nicht mal irgendwas gedacht und plötzlich kommst du hier Oh, rein. warum muss denn jetzt schon wieder ein T-Rex kommen und... What? Töte ihn! Quetzel! Quanzel! Ein Quanzel pro. Komm schon, mach ihn fertig. Warte nur, dass er drauf geht. Quatsch, der ist ein absoluter Killer geworden. Ich habe ihn total gut geschult und Was trainiert. denn? Du hast ein paar Klicks gemacht. Jetzt hör mal auf. Geschult und trainiert wie mein erstes Du hast Pokémon. ja auf ein Pluszeichen geklickt in einem Computerspiel. Jetzt reiß dich mal hier ein bisschen Wie zusammen mein mit der erstes Realität. Pokémon. Go! Er holzt hier gerade den ganzen Wald weg. Der T-Rex, der blutet schon heftig. Ich geh noch mal ran mit dem Schwert. Oh, der T-Rex macht mich hier gerade kalt. Ich habe ihn besiegt mit den bloßen Fäusten und dem Schwert. Das hättest du Gott sei sehen Dank müssen. arbeite ich hier wenigstens als Einziger. Ja, hallo, ich hol Metall und zwar richtig viel. Und dazu genieße ich gerade diesen wunderschönen Morgen. Was habe ich denn hier alles drin für mich? Okay, drop all items. Dankeschön. So. Wir haben schon die ganze Nacht hier durch. Wahnsinn! Ja, wir sind eben tüchtig. Man kann sagen, was man will. Wir sind echt kleine Bienchen. Ich habe dauernd Hunger, du auch? Ich bin eine Hornisse. Hast du auch dauernd Hunger? Nee. Kaum bin ich draußen und schon habe ich irgendwie wieder Hunger. Bin voll. Ich bin dauernd hungrig. Weißt du, wer hart arbeitet, der braucht auch jede Menge Butterbrote. So ist das Schmiede eben. halt eins. Aber das macht immer meine Mami Ja, für. ey, oder dann kannst du nix. Das hat dich zu sehr verwöhnt. Mami Quenny. Den kleinen Rotzlöffel hier. Wir brauchen auch ganz viel Shit-In. Ja. Weil Zement brauchen wir so oder so. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut, wir schauen mal. Also, Was? wollen uns eine Struktur bauen fürs Crafting. Eine Und Struktur dazu, bauen fürs Crafting? ja, dazu brauchen wir 2500 Metall. Ja? 2500. Wir brauchen noch Öl 400, das ist kein Problem. Zement 600 und dann halt Polymer durch tote Pinguine. Das ist dann so dein Gebiet. Yay, ich mach das schon. Wir haben hier so 450, 456 und nochmal
Ja, runden wir auf. Runden wir auf. Sind hier nochmal 600 drin? Sind wir bei 1100? Dann hier sind nochmal 600, 1700. Ungefähr so 1000, 8, ja, 2000 fast haben wir. Also ist nicht mehr viel. Geht. Kriegen wir schon hin. Ich fange jetzt mal an, das ganze Zeug zu verschiffen. So, warte mal. Easy, Papi, easy. Da drüben, 1, 2, 3. Wollen wir das Mammut eigentlich keinen Namen? Wissen wir das? Ich dachte, wir nannten das Nutztier. Es braucht doch braucht die keinen Namen. Du bist echt grausam. Du bist echt, ich weiß nicht. Ich gebe meinen Tieren immer einen Namen, weil. Viech. Viech! Ja, das ist so. Moment, komme ich vielleicht. Okay, das könnte funktionieren. So. Und drüber damit. Gut, jetzt wissen wir es genau. Habe ich richtig gerechnet? Okay, 1714. Ich habe es ein bisschen höher angesetzt. Ich dachte, wir hätten schon so 1,9. Keine Ahnung, was du redest, aber ja. Also, wir haben 1714 Eisen, fertiges Eisen. Und hier Okay. sind noch ein paar drin. Es dauert nicht mehr so lange. Ist realistisch. Kann man hinbekommen, durchaus. Believe. Oh, bin ich langsam. Oh Gott, ich brauche noch mehr Punkte hier in Tragen. Ich hätte alles auf Tragen machen müssen. Gnadenlos. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich das Beste gewesen. Das wäre hundertprozentig das Beste gewesen. Alles komplett auf Tragen. Ups. Oh ne, fuck you, was ist jetzt? Probleme hier. Blende sie aus. Oh mein Gott, oh no, that's, it's not ver- oh, okay, doch. Okay, komm, okay, das sieht, okay, whatever. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Ja, aber zuerst brauchst du das Problem für die Lösung. Oh, das geht ja so gar nicht. Hätte das noch eins höher sein müssen? Oh, fuck. Oh Oh, Gott, was brauchst du upsie. da? Ich glaube, ich habe mich ver... Wieso? Ich hätte noch eins Nein, höher machen nein, nein, müssen. nein, nein, nein. Was baust du da? Oh, fuck. Oh, shit. Das Oh. hört sich nicht gut an. No, das Ist auch nicht gut. funktioniert gerade nicht so, wie ich das in meiner Kalkulation. Ja, gut, der Taschenrechner war ein bisschen Du kaputt. hast kalkuliert? Der Taschenrechner war kaputt. Du hast doch keine Ahnung von solchen Dingen. Nein, das ist eine Belüftungsstelle hier. Oh, Moment. Ich habe doch noch hier mehr als erwartet. Ha, ich habe ein Packen vergessen. Also war ich doch nicht so beschissen im Rechnen. Moment, wie viel haben wir jetzt? Ich meine immer noch nicht genug, aber 1900. Ich dachte schon, habe ich mich um 150 verrechnet? Okay, Öl. Ich hole mal Öl. Ich sehe gar nichts, warum. Wir bräuchten noch mehr Schmelzen, um aus der Schmelze zu machen. Alles klar, 400 Öl. Das ist kein Problem. Es geht ganz easy hier. Da. Ist schon praktisch, dass wir direkt vor der Haustür Öl haben. Haben wir? Ja, direkt hier vor der Haustür. Okay. Unsere Einflüsse auf die Umwelt sind deutlich zu spüren. Dieser Fluss hier, der hatte mal frisches Wasser. Hier Wahrscheinlich ist ja nur noch Öl. Dreck drin. Und noch Vielleicht noch ein Dreck paar und noch. Plastikflaschen da drinnen. Ja, nee, das sind doch ein paar Plastikflaschen und Tüten von deinen Chips, die du jeden Abend in dich reinschaufelst. Ich habe überhaupt keine Chips hier. Na, wir kennen dich doch. Wie soll denn. Wie, Immer nur am Baggern. kann ein Mensch nur so verleumderisch sein? Ich sage nur die Wahrheit, ertrage sie. Ab und zu muss man der Realität auch mal ins Auge blicken können. Genau, und deswegen spielen wir hier ein Videospiel. Aha, um der Realität zu entfliehen? Exakt. Ich dachte, wir machen hier eine Therapie. Ja, für dich wahrscheinlich.
Vielleicht können wir wirklich die Schmelze auf ihn draufbauen. Komm ich hier etwa nicht? Du blödes Viech! Zeig. Ich find's nicht gut. Ich find's echt nicht gut, wie du mit dem Tier umgehst. Und wir kriegen dann wieder die Klagen. Von Weißt du? welchen Klagen? Ja, von Aktivisten. Das sind Videospiele. Ja, hallo, aber trotzdem hast du Ich nicht kann damals mit dem Vieh Battlefield 3, reden. erinnere dich doch an Battlefield 3, wo man die Ratte erstechen musste. Und prompt war irgend so ein Tierschützer auf der Matte. Es gibt eben Menschen, die haben mittlerweile einfach die Realität verloren. Können nicht mehr Allerdings. unterscheiden, weißt du? Wir sind so gute Schauspieler, wir beide, die wissen nicht mehr, war das jetzt ein Witz? Oder sind die beiden wirklich so? Trägt die jetzt wirklich eine Tüte auf dem Kopf den ganzen Tag oder nicht? Das können die nicht mehr unterscheiden. In den Augen der Kinder siehst du aus wie Chewbacca mit einer Tüte auf dem Kopf im Mickey-Maus-Schlafanzug. So ist das eben. Ich habe. Oh shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Ups. Ich habe alles unter Kontrolle. Falls Ist sie jemand gut? fragt. Oh ja, nee, ich habe hier gerade. Nee, alles in Ordnung. Wo bist denn du? Nee, es ist alles in Nee, Ordnung. wo bist denn du jetzt? Nee, es ist alles wunderbar hier. Weil ich kriege hier schon wieder ein Handzeichen, die Folge ist vorbei. Schon wieder? Ja. Hier, guck mal, ich habe ein Geschenk. Hey. Sei mit dem Köter. Alter, soll aber gut sein, weil da fliegt man einmal hoch auf den Vulkan, dann hackt man mit dem ganz viel Metall. Und. Wo ist das Mammut hin? Ach, das habe ich jetzt hier. Alright. Was machst du denn hier für Keine Sachen? Ahnung, Tiere um Bist du dekorieren. betrunken? Lass es. Vielleicht. Willst du mitkommen? Geh jetzt mir aus dem Sichtfeld, ich bin hier am Arbeiten. Gut, aber die Folge ist doch vorbei. Ich muss Hier, das hier. zack, Bombenangriff. Ich werf Wie mit Tieren um mich, weil ich einfach gut bin. krank bist. Wieso passt denn das jetzt hier nicht hin? Moment, ich möchte etwas testen. Hör auf. Oh mein Gott. Was ist mit diesem Ding hier? Okay, ich fliege jetzt mal ganz, ganz hoch. Und du sagst mir, ob der gut ankommt. Wahrscheinlich. Was redest du? Ich schmeiß jetzt nichts auf meinen Kopf hier. Bist du bereit? Und er kommt. Ich sehe nichts. Ich glaube, dem geht's echt gut. Ja, und er spaziert weiter. Der ist eben gerade richtig tief gefallen und es geht ihm fucking gut. Crazy. Brauchen wir so einen für Metall? Was meinst du? Alles, was Metall bringt, ist gut, oder? Also soll ich so einen zähmen? Ist mir. Naja. Ah ja, blutet ein Ach kleines so, du bisschen. kannst ihn ja rauf auf den Berg schicken, das stimmt allerdings, Das ne? meine ich ja. Hab ihm mal einen ins Gesicht gegeben. Ja, klar. Oh, der blutet aber schon ganz schön kräftig. Er ist aber verdammt langsam. Ja, und was ist jetzt hier mit der Folge? Was soll damit? Ja, die ist vorbei, wie gesagt. Ja, Hier kriege dann. ich dauernd abgepfiffen und hier die Sandra aus der Kabine winkt. Oh nein, das Mammut dreht durch! Quantum, Was bitte! ist? Auf einmal kommt Was? es angerannt und will Ich den bin auf dem Spike Mammut checken. oben, du Ach Pfeife! so, oh Gott, ich dachte schon. Jetzt kommt das Mammut und sagt, hey, wer liegt denn da am Boden? Guck mal, ich spiele Held. Du bist ja krank. Ja, hallo. Wenn ich länger als 30 Minuten unter Menschen bin, weiß ich ja, was es mit mir macht. Deswegen, lass mal hier abbrechen. Ich muss das Tor noch reinsetzen. Jetzt dann setze, aber schnell. Es gibt Moment. wieder nur hier Gebühren wegen zu langen Folgen. Du Ja, weißt, glaubst du, wie das ich will ist. das? Ja, Der Letzte, der hier zu lange Folgen haben will. anscheinend schon. Da wird wieder überzogen. Du bist nicht Gottschalk. So, okay, hier. Perfekt. Man kann sich schon die Viecher reinstellen hier. Ja gut, dann nimm mal deine Ex. Hat lang genug bei uns gewohnt. Hey! Hey. Ich hab doch genau gesehen, wie du immer auf mein Hintern schaust. Gut,
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen und tschüss! Tschüss!